Da blinkt wieder was. Links vom rechten Kamin. Wenn Sie hier auf meine Position kommen, da ist irgendwo einer. Warten Sie mal, ich versuche den mal. Links am rechten Kamin? Ja, hier blinkt was. Da ist er, ich habe ihn. Zumindest sehe ich ihn, aber ich sehe ihn nicht so, dass ich ihn... Warten Sie mal, ich versuche... Ach da, ja, ich sehe schon. Ich versuche ihn mal mit dem Gewehr zu erwischen. Ich sehe, das sind aber ein paar Meter, ne? Ja, aber ich muss mal eben gucken. Moment. Aber den würde ich jetzt noch nicht erledigen. Ja, ich kann ihn auch nicht markieren. Sonst leider vergessen wir das nämlich. Ja. Wo der ist. Wir müssen ja den einen auch noch da oben, ne? Ja, da müssen wir auch noch hin. Das ist es ja. Wir müssen da noch hin unbedingt. Aber ich glaube, wir gehen jetzt erstmal zum Gebäude dahin. Was halten Sie davon? Oder Lokschuppen. Ich weiß es nicht. Nee, ich glaube, wir gehen erstmal dahin. Den Lautsprecher am Lokschuppen haben Sie? Nee, habe ich noch nicht. Aber der ist ja nicht markiert, der ist ja kaputt. Jetzt ist er kaputt. Kommen Sie, wir gehen mal zum Gebäude da hinten. Aber ich wundere mich, dass Sie wie immer noch keinen Adler gefunden haben. Ja. Ja, die können ja auch an der Frontseite sein. Ich würde eher den Lokschuppen erstmal, weil er direkt vor uns ist. Ja, dann gehen wir erst zum Lokschuppen. Obwohl das Schwachsinn ist. Denken Sie an den Adler. Schwachsinn ist woanders. Ja, aber den haben wir ja noch gar nicht gefunden. Das stimmt. Wir haben ja noch nicht mal eine Ahnung, wo der sein könnte. Sagen Sie mal, war die Musik schon immer so laut? Also bei mir ist sie leise. Warten Sie mal, ich guck mal eben. Sorry Leute, aber... mir irgendwie so laut. Geh mal zum Lokschuppen. Alter, du bist doch bei mir volle Pulle. Ja. Warum? Oh, viel besser. Ich habe hier noch eine Bolzenzange, die kannst du... Ich habe keine Brechstange, dann müssten Sie mal hierher kommen. Ja, ich komme mal. Ich habe sowohl als ob... Wo sind Sie denn? Ich bin hier, da. Haben wir das vergessen? Wo denn? Hier. Der Kasten an der Wand. Ja. Strom sabotieren. Kann ich ja mal machen. Oh. Oh, hier okay. Oben war auch noch ein Lautsprecher, den habe ich gar nicht gesehen. Ja, jetzt habe ich den Strom ausgemacht, jetzt ist egal. Okay. Ja. Sehen Sie, ich habe jetzt schon wieder hier unten vergessen, wo der Sniper gewesen ist. Ja, der war zwischen den Bäumen durch. Na, da müssen wir nämlich gleich erstmal hin. Wir können ja mal gucken. Blockschuppen, ja cool. Hier ist noch eine Brechstange. Für Sie. Oh, hier ist auch ein Panzer. Panzerunterteil, Panzeroberteil. Eine Brechstange? Wo? Ja, hier. Hier, wo ich bin. Schwimmen. Da ist eine Brechstange. Eine Brechstange. Oh, cool. Dann kriege ich jetzt auch eine Brechstange. Jo, cool, danke. Ja, bin ich. Also hier in dem Schuppen... ist nix. Nichts Wirkliches. Aber ein Adler könnte ja das sein. Können Sie ja mal gucken. Den würde man ja dann irgendwie Seite, sehen. Hier noch irgendwo was ist. Aber hier ist das wäre ja auch mal eine neue Neuigkeit, ne? Ein Adler im Gebäude. Obwohl, hatten wir auch schon mal, ne? Hatten wir das schon mal? Auf irgendeiner Querstange? Doch. Ich sag mal nein. Ich frage mich nur, wo der andere Sniper war. Der war doch hier oben irgendwo. Geh mal zum anderen Gebäude rüber. Alter, wie groß diese Kuppel ist, ey. Leck mich am Arsch. Aber ich sehe kein... Irgendwie, ich habe keinen blassen Schimmer, wo der andere ist. Fast dann auch sehr viele Soldaten wahrscheinlich. Kannst du mal früher. Ich habe keine Ahnung, wo dieser Adler sein könnte. Noch eine Nachschubtasche. Also ich sehe da oben wohl dieser Sniper-Turm, wo der wohl gewesen ist. Aber ich habe keinen blassen Schimmer, wo der Adler sein könnte. Oh, jetzt kann ich hier auch eine Brechstange. Können wir das auch mal machen, ne, Freunde? Sehr schön.
So sieht das also hier aus. Sehr interessant. Jetzt haben wir hier ein bisschen Ruhe. Wir könnten eigentlich mal ein paar Sachen vorlesen. Was halten Sie davon? Ja, Moment, ich gehe mal eben kurz hier ein bisschen hier dieses Gebäude nochmal begucken hier. Ja, möchten Sie eine Fahrkarte kaufen? Kinder. Kinderfahrkarte. So. Ist das möglich bei Ihnen, Kinderfahrkarte? Eine Kinderfahrkarte? Nein, Sie nicht mehr, bitte. Ja, Moment, doch, natürlich. Nein, nein, Sie Hallo, sind unrasiert. Nein, 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 Kinderfahrkarte. Kommen Sie mal her. Ja, ich sehe es gerade. Ich habe den Büroschlüssel. Ja. Oder den Tresorschlüssel. Genau. Private Briefe haben wir. Ja, die habe ich hier aufgenommen vom Tisch. Bitte. Jawohl, Geheimdokumente, eingehende Lieferung, haben sie. So, ich glaube, wir lesen mal was vor. Ich gehe mal in die Knie hier. Genau. Und wir lesen mal ein bisschen was vor. Unter Wehrpass. Sammelobjekte. Und dann gehen wir auf die Sammelobjekte und dann gehen wir auf geheime Waffen. Drei Stück haben wir erst gefunden? Ja. Okay, dann lese ich mal. Wir hatten eine Abmachung. Genau, ich reiße sie mit in den Abgrund. So. Reinholz. Ich habe Ihre Verwaltungsgebühr bezahlt, sitze aber immer noch in Ihrem Unterschlupf fest. Sie hatten abgemacht, dass Sie bezahlt werden und ich danach den Zug nach Saint-Nazaire nehmen kann. Jeden Tag hier, also ich mach nochmal, jeden Tag hier ist eine Vergeudung meiner Talente an Müllers Lieblingsprojekt. Meine Arbeit in Berlin galt als galt der Raumfahrt, Reinholz. Unser Volk könnte schon längst unter den Sternen weilen, aber das wird nicht geschehen, solange ich hier festsitze. Wenn Sie mich nicht in den nächsten Zug bringen, wird Klemmt von Ihnen Nebengeschäfte mit Schmuggel von Zigaretten und Alkohol in den Zügen erfahren. Dann sehen wir ja, wer von uns als Erster hier verschwindet. Mhm. Nächstes. Eine eingehende Lieferung umgehend zu Panzertestgelände schicken. Zum Panzertestgelände. Vom 12. Juni 1944 an das Personal des Betriebshofs setzen Sie Ihre bemerkenswerte Arbeit fort. Beigefügt finden Sie die neuesten Ladungsdokumente. Aufgrund des Vorstoßes der Alliierten dürfte es für eine ganze Weile um die letzte Sendung handeln. Trotz dieser Probleme machen wir wie gewohnt weiter. Alle noch vorhandenen Komponenten aus Matressin werden zu Löbs Personal auf dem Testgelände geschickt. Unsere Tiger haben bislang eine entscheidende Rolle gespielt. Der Krake wird nicht das einzige sein, womit wir diesen Krieg gewinnen werden. Hereinkommende Teile für das Testgelände sind mit höchster Priorität zu bearbeiten. Brigadeführer Klemmt. Und dann haben wir noch Dr. Junkers Ablaufplan. Treffen Sie Vorkehrungen zum reibungslosen Ablauf seines Besuchs. 12. Juni 1944. An alle Mitarbeiter. Dr. Christian Junker wird sich vor Ort die neuesten Ergebnisse der Aerodynamiktests des A4B-Prototypen ansehen. Darüber hinaus wird er auf seine Bitte hin einen Halt im Blockhaus einlegen, um sich ein Bild von verschiedenen Abläufen zu machen. Danach wird sein Hauptaugenmerk auf dem Prototyp des Raketentestlabors liegen, wo sie ihn falls nötig finden können. Dr. Junkers ist ein alter Freund von Obergruppenführer Möller und auf dessen Bitte hier. Genau. Lassen Sie ihm daher die entsprechende Behandlung zuweilen. Brigadeführer Klemmt. Tja. Ja, und bei mir klemmt sich auch gerade was. So. Wie gehen wir denn jetzt weiter? Wir sind ja jetzt hier in dem Gebäude. Gucken mal auf der Karte. Wir müssen da noch hin. Das verlassene Haus. Wir haben ja soweit alles fast durchsucht, ne, würde ich mal fast sagen. Ne? Genau. Ja, dann gehen wir jetzt wieder nach oben. Okay. Wir gehen zum jetzt verlassenen Hüs. Nach oben? Warte mal, hier können wir nach unten. Da sind wir doch hergekommen. Oder? Ja klar, da sind wir doch hergekommen. Sie wollten mir noch Fahrkarte verkaufen. Ja, genau. Einmal auf der Karte gucken, in welche Richtung müssen wir? Nach oben. Wie nach oben? Ich guck nochmal auf die Karte, Leute. Die macht mich bescheuert. Kann ich da... So, Ich folge ihnen mal so unauffällig. Das ist sehr gut.
Ah ja, wir müssen wieder nach oben. Rennen Sie doch mal, hier ist doch keiner. Mann, warum soll ich denn mal rennen? Ja, weil sie aussehen, als ob sie gerade kacken müssen. Was fordern wir da, Mann? Ja, aber warum gucken Sie mir jetzt auf den Arsch beim Hochsteigen? Was soll das? Spiel das nur. So. Was das wieder soll. Dann gehen wir mal zu dem verlassenen Gebäude. Wir rutschen hier bestimmt jetzt runter. Ich hoffe es nicht. Nee, da sind Stufen im Fels. War schon cool, ey. So diese schlammigen Wege hier. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Eine Stellung? Eine Kiste! Eine Waffenkiste. Ich mach die mal auf. Oh, keine benutzbaren Gegenstände. Aber Granatas. Granata! Und hier ist noch Standard-Gewehrmunition. Ja. Okay, wir gehen mal weiter. Wir haben gesagt, zum verlassenen Gebäude, ne? Ja, genau. Und trotzdem noch immer noch kein Adler. Macht mich nervös. Na, ja, den werden wir. Kommen Sie hier lang, bitte? Warum? Hier ist auch ein lang. Ja, dann gehen Sie da lang. Das ist egal. Ich gehe hier lang. In den äußeren Weg. Ich glaube, ich bin lang. Hier schneller als du. Schneller heißt nicht immer besser. Ja, doch. Vielleicht ist hier auch der Adler zu sehen. Ja, dann stehen Sie mal nach einem Adler. Wenn Sie ihn finden, ist ja gut. Okay, dann zeige ich Ihnen den jetzt. War natürlich nur ein Scherz. Rendezvous ist just ahead. Der Treffpunkt ist gleich davor. Was? Wer redet da? Alter, was ist das denn hier? Alter, ich hab jemand. Checkpoint by the weapons lab. Marie mentioned this. Der Dax Wendel weiß, dass er hier in Sicherheit ist. Der Krake wird... Oh, Panzerwagen, leck mich am Arsch. Der Krake wird den Krieg beenden, bevor er hier ankommt. Alter, was ist hier los? Ah, ich hab einen Sniper. Ich hab einen Sniper. Der war gerade hier vor mir. Wir reden schon über Weltraum. Was ist hier los? Ja, ist mir ein bisschen zu blöd eigentlich. Vor deinstallieren das Spiel. Ja, da ist ein Sniper irgendwo. Ich habe gerade was blinken gesehen. Ja, ich auch, aber ich kann ihn nicht erkennen. Der ist da oben irgendwo in der Wälder. Der Sniper. Aber ich kann den leider... Da ist er. Da ist er irgendwo. Guck, ich hab ihn. Marvin. Da ist er. Ah, ja. Aber wir sollen... Gabriel Reichenau. Der hat von den Gerüchten über die Sichtung eines Saboteurs der Resistance auf der Basis gehört und sie als paranoides Geschwätz eines überarbeiteten Offiziers abgetan. Kommen Sie mal her zu mir. Kommen Sie hier oben rauf. Ja. Und halten Sie sich da nicht so lange auf jetzt. Wir müssen ins Gebäude natürlich und ich kann mir schon vorstellen, wie das geht. Wir werden wahrscheinlich klettern müssen. Ja. Geh ich mal schwer von. Geh mal hier durch. Ja, kommen Sie her. Wieder an den Rosen klettern? Ja, ja, wahrscheinlich. Oh, das sieht so schön aus hier mit der Brücke am Quai, ne? Boah. Moment, hier komme ich toll. Nicht hoch. Also ich könnte mir vorstellen, also, dass das wir hier... Also das war ja wohl der Fehler jetzt gerade, ne? Also, da kommen Sie mal hoch. Ist gar nicht zum Hochklettern. Aber wir müssen da irgendwo hoch. Da hier. Ja, ja, werden wir schon schaffen. Gehen wir mal weiter. Weiter? Hier, können Sie noch einen Bolzenschneider mitnehmen? Oh, sehr schön. Habe ich nämlich, glaube ich, noch nicht. Warten Sie mal. Den Herr Schneider. Warum zeigt er mir den nicht an? Da zeigt er ihn jetzt an. Sehr schön, habe ich den Schneider. Ich krieg das Schloss nicht offen. Kommen Sie mal her. Ja. Können Sie das öffnen? Verlassen nicht möglich. Ach so, das ist Ende. Mhm. Das ist ein Abgangspunkt. Ja, den müssen wir aber offen machen. Nee, das geht, glaube ich, nachher auf. Das ist ein Ausstiegspunkt. Ah, da oben geht's rein. Sehen Sie das? Da oben geht's rein. Kann ich denn da rüberklettern? Vielleicht kommt man da gar nicht rein. Doch, da müssen wir ja rein. Wir müssen da rein. Das ist doch genau dieselbe Geschichte wie mit diesen Waffenbänken. Wir müssen da rein, auf jeden Fall. Eigentlich kann man ja hier hochklettern. Eigentlich.
Ich will da oben rein. Da steht ein verlassenes Haus. Da müssen wir rein. Ich bin gleich oben. Wie hast du das gemacht? An der Regenrinne hochgeklettert. Welcher Regenrinne? An der Regenrinne. Ja, wo denn? Auf der anderen Seite ist doch eine Regenrinne. Ist doch nur eine. So. Ich kann das Schloss knacken. Warte. Du machst erstmal gar nichts. So, ich mach mal den Adler. Ja, und dann? Dann weiter. Du bist die Regenrinne hoch. Genau, und dann bin ich rechts rüber geklettert. Rechts rüber. Ja, kann ich aber nicht rechts rüber klettern. Doch, kannst du. Na, wie denn? Einfach nach rechts klettern. Das geht nicht. Ja, dann geh ein bisschen tiefer oder ein bisschen höher, je nachdem. Ja, und dann? Dann weiter klettern. Da steht dann auf einmal wieder klettern. Ja, das sehe ich. Nach oben? Mhm. Dann kletterst du halt entlang dieses komischen Vorsprungs. Entweder bin ich zu blöd dafür oder was, ey? Ja, ich komme da jetzt nicht mehr hin. Ich bin jetzt hier. Ich glaube, ich bin zu blöd dafür. Ich bin doof. Ich kann das nicht. Ich komme da. Ich bin im Moment ein bisschen zu doof dafür. Moment. Warum? Du bist doch oben. So. Moment. Ich muss jetzt klettern. Jetzt hoch und jetzt rechts rum, richtig? Genau. Immer rechts, richtig? Genau. Und dann kommt er hier gleich um die Ecke. Okay. Ach, da. Da ist er. Dann mach ich die Tür mal auf. Und jetzt fallen lassen. Ja, bitte. Dann knacke ich mal das Schloss. Knacken Sie das Schloss. Ah, warte. Den Stift hier noch. Und da. Und. Area secured. It's good jump-off point for other operations. Das ist also ein neuer Startpunkt hier. So, das ist das zweite, zwei von drei. Aber hier geht's noch runter. Ja. Da gibt's doch bestimmt ein Geheimnis. Oh, hier liegt jemand. Made him do that. Should look around, see what I can find. Eine schallgedämpfte 1911er. Mhm. Warten Sie mal, ich heb mal was auf. Privaten Brief? Ja. Den haben sie mich fast übersehen. Unter der Brücke sind Kragendokumente versteckt. Ah. Wahrscheinlich sind wir das lesen die mal den Brief eben, weil das bietet ja sich jetzt gerade. Ja, wir so gehen an mal eben kurz da rein. Wer passt? Sammelobjekte. Da, dann lesen Sie mal. Ich bin erledigt. Ist das richtig? Ja, ne? Mhm. Reynolds wird mich niemals hier rausholen und ich erkenne jetzt, dass er das auch gar nicht vorhatte. Die Alliierten sind unterwegs, der Krieg ist so gut wie vorbei und Möllers Projekt wird scheitern. Ich lasse nicht länger zu, dass meine Arbeit für das Reich vergeudet wird. Unter der Brücke, bei der Anlage am See, habe ich Dokumente über die U-Boot-Abschussvorrichtungen des Kraken versteckt. Ich kann nur hoffen, dass die Alliierten sie finden, wenn sie da sind. Dann kann meine Arbeit dazu eingesetzt werden, diesen Krieg zu beenden. Ich weiß, dass ich bei einem Fluchtversuch nicht weit kommen werde. Mir bleibt nur noch, dem selbst ein Ende zu setzen. Ich hoffe, die Geschichte wird mit Güte auf mich zurückblicken. Okay. Unter der Brücke bei der Anlage am See. Das kann ja nur hier vorne sein, die Brücke, die Sie gemeint haben. Ach so. Wir gehen da mal ja kurz. Wir schauen, Leute, ihr kommt doch eben mit, dann schauen wir uns mal an. Das kann ja nur die Brücke hier sein. Hier ist der See. Wo sind Sie denn jetzt schon? Nach draußen? Auf dem Balkon. Ja. Wo soll ich denn sein? Da unten, okay. Warte mal, ich halte dich mal. Warst aber nett von Ihnen, danke. Ja, dann gehen wir mal hier raus. Du kommst hier nicht raus. Ja. Und dann gehen wir mal zu der Brücke am See. Aber hier kommst du nicht raus. Clever, die Frau. Das muss man hier lassen. Das ist nicht clever. Das ist der Ausgangspunkt. Wir kommen da nicht runter. Nee, ne? Hier Stacheldraht. Dann ist das nicht die Brücke. Es sei denn, wir gehen hier runter. Da, wo wir hergekommen sind. Ich glaube, wir gehen da mal runter. Kommen Sie mit? Ja, ja, klar, ich bin dabei.
Wir gehen mal gucken. Oh, da sieht uns einer. Komm her einfach. Ist doch egal. Scheiße, der hat uns gesehen. Ja, ist doch scheißegal. Wir sind doch eh weg. Aber wir kommen da nicht hin. Siehst du das? Wir kommen da nicht hin. Keine Chance. Das stimmt wohl. Es sei denn, wir können hier rum. Nee. Oder? Kommen Sie mal mit. Ja. Ja. Wir testen das mal an, Leute. Ihr bleibt mal dabei. Ob wir hier lang können? Nee. Durch den Tunnel? Nee, ich glaube nicht. Der Tunnel ist Missionsende wahrscheinlich. Lauf mal. Nee, ist Missionsgrenze. Sag ich doch. Kommst du nicht durch. Aber wir haben hier einen sehr guten Überblick. Vielleicht können wir mal von der Seite gucken. Ja, gucken Sie mal. Der Kundschaft, der sieht uns sowieso nicht. Ja, mich hat er vorhin gesehen. Ja, als wir da hingelaufen sind. Aber der wird jetzt gucken und gucken. Oh, da ist ja gar keiner. Oh, da habe ich mich vertan. Da gehe ich wieder weg. Oh, Tauben. Ja, super. Die brauchen wir auch, die Tauben. Wir bräuchten Adler, aber keine Tauben. Genau. Und ich glaube, wir sind schon viel zu weit fortgeschritten. Da müsste schon längst ein Adler sein. Bleiben Sie mal hier, bleiben Sie mal bei mich hier so. Kommen Sie mal her. Ja. Kommen Sie mal her. Wir bleiben jetzt mal hier, bis der sich da wieder beruhigt hat. Also Leute, wir sehen uns, bis der sich beruhigt hat. Also macht's gut. Tschüss.